Das sieht ja aber nach einer schwierigen Stelle aus. Irgendwas sagt mir, dass von diesen ganzen Schächten gleich diese Ninja-Kerle überall herkommen werden. Bitteschön. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die Golden Jungs. Alles in Ordnung? Oh, klar. Ich hab jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer. Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Nichts? Kein Überfall? Aber gleich. Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ich warte einfach hier. Wir sollen das Sicherheitssystem ausschalten. Das ist aber nicht gut. Adieu. Cheese Puss. Oh, das sind ja steinharte Chips-Packungen. Und diese Viecher hatten schon Zugriff auf den Raum. Du bist mir nicht sympathisch. Am liebsten würde ich dich eiskalt umblasen jetzt. Hohohoho. Mein lieber Scholli, ich glaube, du bist gleich erledigt. Aber wir brauchen doch den Hacker! Und langsam wird es mit diesen Madpacks echt abnormal. Hat eigentlich irgendjemand von euch mitgezählt, bei wie vielen Madpacks wir schon vorbeigelaufen sind? Aber erstmal eine Cola. Ich würde so gerne auf einen der Knöpfe drücken und dann tatsächlich, dass so eine Dose da unten raushüpft. Heilt 10 Lebenspunkte. So ein als kleiner Mini-Heal-Gag. Mach Uff! Vielleicht die Steuerung kaputt machen? Okay, kann man vergessen. Und ich habe letztens auch ein paar Videos von Doom 3 gesehen. Denn ich habe jetzt auch Doom 3 theoretisch zum Zocken zur Verfügung. Und da kommen auch diese Soda-Automaten vor. Auch genau rote und grüne. Das kann doch kein Zufall sein. Wir sollten, glaube ich, der Spur von Chips folgen. Aber mein lieber Scholli, das kann echt kein Zufall sein. Dunkel! Hallo! Ah. Ich nehme einfach mal an, dass wir hier wann weitergehen können. Das sah ganz danach aus. Das kann doch nicht einfach nur ein Gang sein, wo nichts zu finden ist. Auch wenn ich schon oft in Räumen war, wo ich dachte, dass es nichts zu finden gibt, aber am Ende hat sich herausgestellt, dass ich schon 2, 3, 4 Booster verpasst habe. Story? Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Ian Hives. Norton, Ian Hives hier. Hören Sie, Alice Wade war heute Morgen bei mir. Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber, also, Sie müssen sich bei ihr etwas mehr zurückhalten. Mir persönlich ist das ja scheißegal, aber wir brauchen jetzt wirklich keine Anklage wegen sexueller Belästigung, die unnötige Aufmerksamkeit auf die Arbeitsgruppe lenkt. Schließlich soll das alles geheim bleiben, klar? Danke, Norton. Ende der Nachrichten. Na gut. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt etwas besser verstanden haben, weil ich in der Postproduktion diese ganzen Anrufbeantworter-Nachrichten extra hochschraube, damit ihr es besser hören könnt. Also, soweit ich verstanden habe, haben die über eine Alice Wade geredet. Und da Alma ja mit Nachnamen auch Wade heißt, Alice Wade? Vielleicht die Mutter von Alma? War auch in den Forschungslaboren und wurde sexuell belästigt? Wenn ich das richtig gehört habe? Das ist eine ganze Menge an Soldaten da unten. Dann wollen wir mal. Meint ihr, sie wissen schon, wo ich bin? Ich glaube, diese Frage hat sich damit geklärt. Oh, hallo!
Mein lieber Mann, du hast ja richtig gut getroffen. Respekt. Es hat so geschmerzt, dass ich sogar ein Medkit schlucken musste. Oder einspritzen musste. Oder mich damit bandagieren musste. Und wenn man mal die ganzen Kits braucht, sind sie natürlich nicht da. Hier haben wir noch einen Kandidaten für das Gewinnspiel bei Stone. Anyone else? Ich habe Blei für jeden von euch. Was haben wir hier? Oh, ein entnommener Feuerlöscher. Diesmal konnten wir gar keine Rache an den Feuerlöschern nehmen. Ein blinder Treffer beim Feuerlöscher. Scheint vorerst clear zu sein, aber ich schnell speichere. Der eine Kerl da unten hat mich ja ganz schön hardcore getroffen. Also mal ohne Scherz. Das hat sich angefühlt wie nur ein paar Streifschüsse. Aber das schien vollkommen richtige... Oh, kugelsicheres Glas. Hallo. Oh, wow, 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 wow. Guck mal da, ein Geschenk. Na? Oh, crap. Das sind ja ein paar mehr Leute als erwartet. Wir scheinen das aber ganz gut gehandelt zu haben. Vielleicht sollten wir versuchen, auf unsere Bankdaten zuzugreifen, wie der Typ in dem Anfangsraum. Ja, ich weiß, das wird nicht funktionieren, okay. Zunächst... This room. Ich denke... Das hier war der andere Abgang, der andere Weg, den wir vorhin gesehen haben. Genau. Hier, Glas zersplittert. Wir wissen also, dass wir schon hier waren. Dachte ich mir schon, dass der andere Weg auf einem kleinen Umweg hier nach unten führt. Na gut. Weiter im Konzept, Ladies und Gentlemen. Ein First Aid Kit. Du hast keine Nachricht für mich! Was für eine Frechheit! Wir brauchen Story! Ob der chipsfressende Informatiker wusste, dass hier so viele Soldaten sind? Hat er uns absichtlich in diese Falle gelockt? Man weiß es nicht. Aber hier haben wir eine Tür, die im Dunkeln liegt. Also sehr einladend. Guck, guck! So, machen wir erstmal zu. Das war der Raum mit der fetten Ausrüstung. Oh, bejesus. Sogar für die Schrotflinte noch richtig Munition. Noch mehr Munition für unser richtiges Gewehr. Oh Gott. Dann heilen wir uns mal voll und nehmen das mit. Wir haben sogar Minen hier bekommen. Das riecht nicht nach einem guten Erlebnis. Oh, kann ich da reinzoomen? Kann ich das irgendwie benutzen? Ah! Der weiße Monitor. Das müsste genügen. Oh, oh. Mr. Mapes, hören Sie mich? Mr. Mapes! Wo steckt dieser Idiot? Scheiße, dann machen wir es eben auf die harte Tour. Okay, suchen Sie den Server und booten Sie ihn neu. Netz... Oh, wo war denn der Netzwerk-Hub?
Und das Dickerchen ist da hinten durch das Tor gerannt, was wir gerade eben geöffnet haben. Na gut! Ich bin der ultimative Krieger! Und lasse die Taschenlampe erstmal ein bisschen aufladen. Okay. Ah, wir haben das Tor hier aufgemacht. Und das war sicherlich nicht das einzige Tor, was wir geöffnet haben. Wenn ich jetzt aber noch wüsste, wo das Netzwerk-Hub ist. Ich dachte, das wäre das Tor. Scheinbar nicht. Dann gibt es wohl ein klein wenig Backtracking. Guten Tag. Oh, 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 oh. Oh, 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 seht ihr das? Seht ihr das? Oh, oh. Guck mal da! Anyone else? Come get some! Ich würde sagen, diese Granate hat gesessen. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo das Netzwerk-Hub ist. Ich dachte zunächst, dort wo der Dicke war, aber irgendwie ist hier nichts. Vielleicht auch dort, wo die ganzen PCs standen? Maybe? Manchmal würde ich es auch, glaube ich, echt vorziehen, im Dunkeln hier rumzulaufen. Oh, wie viel Schrotflinte haben wir? Ah, es wird immer besser. Weil sie im Dunkeln nicht immer sagen können, Taschenlampe! Und mich dann dementsprechend in Ruhe lassen. Mehr oder weniger. Oh shit! Woher? Woher? What the fuck? Mein lieber Scholli, Leute! Hoppala. Kommt um die Ecke. Ups, ups, nein, nicht ganz, nein, X. Ah. Ich habe ein Geschenk für euch. Das war nicht gut. Das war ein kleiner Fail. Ausrüstungsmäßig sind wir natürlich hier total overstocked. Haben wir noch massig Zeug. Noch mehr Pumpgun-Action. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, ah. Das habe ich letztes Mal, als wir hier vorbeigerannt sind, nicht aktiv gelesen. Server Room, alles klar. Dann wollen wir mal in diesen Serverraum.